Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosockte Simse 4. Ja, wow, wir haben 4 Uhr morgens und der Haushalt wird langsam wach. Wir haben Sonntag und der Wochentag des Sonntags bringt mir auf die Erkenntnis, dass das draußen ja immer wärmer wird. Hm? Wird verdammt warm langsam. Also wir haben jetzt die Tage jetzt so gute 30 Grad hier. In der Hauptstadt des deutschen Landes. Also man nennt auch Deutschland. Nee, das war jetzt die Würstchen, glaube ich. Deutschländer, wa? Ja. Nee, Und zwar, das wird immer wärmer. Und da habe ich dann halt auch spieletechnisch ein bisschen was vor. Ich hoffe, dass wir das hier hinbekommen. Irgendwie, was ist denn mit ihr los? Keine Ahnung, was mit ihr los ist. Was hat sie denn? Hygiene, Hunger. Wir lassen sie mal hier ein bisschen Hygieneprogramm machen. Keine Ahnung, was da los war gerade. Das fand ich jedenfalls unheimlich. Das heißt, einmal das hier verwenden, einmal das hier verwenden. Und dann rücken wir mal hier ran und wollen uns hier mal... wie viel Hunger hat sie denn? Ja, ein bisschen hat sie, wa? Das heißt, wir öffnen uns mal den Kühlschrank. Und... lass einen Schokokuchen ein Stück essen. Vielleicht geht's ihr danach besser. Ah, man weiß es nicht. Und dann gucken wir mal weiter, was wir hier haben. Da haben wir unseren guten JD. Und der gute JD, wann darf der arbeiten gehen? Der darf in 4 Stunden arbeiten gehen, der Ärmste. Schön, dass er ein bisschen Fitness macht. Er sollte sich aber ein bisschen um seine Hyäne kümmern. Und das machen wir direkterweise. Das heißt, dann darf er hier einmal baden gehen und dann darf er natürlich auch ein bisschen was essen. Wir geben ihm mal ein etwas gesünderes Frühstück. Das heißt also, wir machen hier mal eine schnelle Mahlzeit und geben ihm einmal Cerealien. Ist jetzt nicht das Gesündeste, aber... Oh. Maya Müller, was hast du? Ach du Schande, sie ist ganz verkniffen. Nee, Hunger noch nicht. Du wirst definitiv erstmal die Blasentötung machen. Weil ich möchte nicht, dass hier irgendwie ein böser Unfall passiert. Ja. Das muss definitiv nicht sein. Und wenn du das gemacht hast, ja, dann darfst du auch was essen. Und zwar richtig was essen. Du kriegst eine adäquate Nahrung. Die nennt sich dann hier Schokodingens. Gut, sie holt hier Schokoteil hier raus. Sie ist selbstsicher, passt schon ganz gut. Oh, hier ist aber eine Balkenleiste. Mann, was hier los ist. Glücklich, glücklich, glücklich. Sieht alles sehr schön aus. Gut, er holt sich seine Cerealien. Da ist jemand noch am Schlafen. Da schläft auch noch jemand. Der gute Tim. Was haben wir damit? Der hat auch Hunger. In 8 Stunden. Alter, wieso sind die alle hier so hungrig? Das, der kriegt ja auch natürlich was zum Essen. Was geben wir denn ihnen? Was geben wir ihnen? Grillkäse, Macaroni mit Käse, würziger Eintopf, ein Chili. Der kriegt ein Chili am Morgen. Dann hat er einen besseren Raketenstart. Also bei so viel Chili hat er ein Delta wie vom Feinsten. Muss nur gucken, dass er nicht gleich bis zum Minmus fliegt oder so. Okay, da ist versorgt. Ja, Hunger. Da holt sie sich was raus. Tim wartet geduldig und geht dann auch ran. Okay, das passt. Wie sieht's denn hier aus? Der gute JD. Man muss nicht zur Arbeit. In 3 Stunden. Der möchte sich unterhalten. Kann er doch machen. Spricht ja nichts dagegen. Ja? Dann geht da Sozialitäten hier höher. Ja? Na, klappt es mit der Unterhaltung oder eher weniger? Wäre sehr irritierend, wenn die manchmal so vorbeileben, die halt eigentlich unterhalten wollen. Na? Er ist aber zumindest noch am Essen. Oder? Nee, von wem ist denn bitte? Ist doch ja nicht von ihm. Der hat doch schon gegessen. Wer hat denn hier nicht aufgegessen? Maya Müller? Das ist deins? Ja, das ist von Maya Müller. Los, komm mal her, hier.
Tortenstück essen. Komm, hau dir mal rein, genau. Er geht doch. Okay. Ja. Zumindest sind sie jetzt ein bisschen am Plaudern, dann passt das schon. Irgendwie ein bisschen am Rumalbern. Okay, gut. Wie sieht's denn hier aus? Sie steht auf. Sie nimmt sich hier Essen. Wo geht's hin? Ich bin irritiert, junge Dame. Wo darf's denn hingehen? Sie steht einmal rum. Das ist ja, sehr merkwürdig. Also, dieser Haushalt führt mich doch manchmal zu gewissen Rätseln. Achso, ich halte sie auf. Ah ja, ich wollte sie umarmen. Okay, ja, okay. Das. Wenn der Opa kommt, dann. Naja, dann ist halt so. So, schneller mal. Halalala, zurück. Verdorbenes Essen aussortieren und dann eine schnelle Mahlzeit. Was nehme ich mir denn? Ich nehme mir mal einen Joghurt. Okay. Da ist noch jemand am Schlafen. Kima muss in einer Stunde. JD muss in einer Stunde. JD ist soweit fit gewesen. Ja. Wie sieht's denn bei Kima aus? Kitami. In 2 Tagen. So, wie sieht's bei Kima aus? Eigentlich ganz soweit in Ordnung. Kann man sich nicht wirklich beklagen. Sie ist am Zocken. Ich würde mal sagen, wir machen mal die Zockerei hier Ende. Und wenn Tim schon mal dabei bist, kannst du hier mal ein bisschen Romantik machen. Dann kannst du auch ein bisschen knuddeln. Knuddel mal deine Herzensdame. Kann man mit ihr auch hier tanzen? Warte mal. Karrierefragen. Tanzen. Dann kann sie doch theoretischerweise mittanzen, oder? Auch tanzen. Beziehungsweise, wann muss sie denn eigentlich zur Arbeit? In 2 Tagen. Was hat sie denn zu machen für die Arbeit? Hat's abgeschlossen. Okay, passt eigentlich. Dann kann sie ruhig machen. Wie sieht's denn bei mir aus? Bei mir sieht's eigentlich auch sehr romantisch aus. Okay. Können wir mal mit Maya Müller ein bisschen unterhalten. Was los? Komm, bleib doch mal hier. Genau. Wollen wir JD helfen? Ja, nein, vielleicht? Ja. Wir helfen mal JD. Wir gucken mal, was JD heute beruflich so zu machen hat. Und das bei der Bullenhitze, sprichwörtlich. Gucken wir mal nach. Scheue nicht zu experimentieren. Erfindungen sind das A und O der Wissenschaftskarriere. Jo. Klicke auf die Angelschilder. Jo, das haben wir schon mal gemacht. Ja, das ist jetzt nicht so was Überragendes. Ja. So, wir haben einen Fall zugewiesen bekommen. Na, das kriegen wir doch hin. Das heißt, das war, glaube ich, hier auf Patrouille gehen. Nee, das war dann nicht. Wo konnten wir einen Fall zugewiesen bekommen? War das hier? Fallzuweisung erhalten. Okay, gut. Dann machen wir das mal. Da ist jemand am Telefonieren, ne? Das habe ich bis hierhin gehört. Die hat ein ganz leises Telefon. Das klingt aber nach Privatgespräch und nicht irgendwas Fachliches. Das klingt eindeutig nach einem Privatgespräch. Das war wirklich nichts Fachliches. Was mich ein bisschen irritiert, dass hier in diesem Monitor hinten gar kein Kabel steckt. Hier sind zwei Teile da frei, aber da ist eindeutig kein Platz frei. Also, der ist nicht belegt. Also. Aha. Das ist auch eindeutig ein Drogendealer. So, wir haben einen Fall zugewiesen bekommen. Verbrecherkarte, um den Tatort zu erlangen und beginne mit den Ermittlern. Jo, okay. Das können wir direkterweise machen. Eine Fallakte anlegen. Fallakte anlegen. Na, machen wir mal.
Schubidubidu. Jetzt ist die Pinnwand so zu leer. Schaut euch das mal an. Jetzt ist die leer. Okay, jetzt wird hier die Fallakte angelegt. Mal gucken, wie lange er dafür braucht. Okay, das haben wir auch. Jetzt müssen wir mal schauen. Zu Tatort reisen, auf Patrouille gehen. Okay, JD hat die Karte auf den neuesten Fall bereitet. Jetzt ist es an der Zeit, den ersten Tatort zu besuchen. Und dann heißt es, dass wir zu den Tatort reisen. So. Und dann schauen wir mal nach. Du hast Lust auf ein richtig anspruchsvolles Spiel. Suche im Baumodus nach der Motion Gaming Ausrüstung. Jo. Kaufe über das Telefon deines Sims einen Einzelhandel. Wollen wir mal einen Einzelhandel machen? Ja? Frage ist, welche Art man hier machen kann. Oh, eine dramatische Musik. Wahnsinn. Tatort. Okay, wow. Eine Stunde trainieren. Ich habe automatisch eine Stunde trainieren gemacht, hier umherzukommen. Ist ja mal geil. An Tatorten findest du Spuren, die bei der Suche nach einem Verdächtigen hilfreich sein können. Untersuche beschädigte oder gestohlene Objekte und suche den Boden in der Nähe nach Spuren ab, um mehr Hinweise zu erhalten. Sprich zudem mit Zeugen, um einen Bericht über den Tathergang zu erhalten. Gut, machen wir das mal. Schauen wir uns erstmal um. Wir müssen ja erstmal Spuren finden. Spuren, Spuren, Spuren. Wo können hier Spuren sein? Das waren doch mal diese bunten Dinger. Diese bunten Dinger. Wo haben wir denn hier Spuren? Ist das jetzt so eine Spur? Nö, oder? Training, nach Spuren suchen. Okay. Nickerchen ist zwar schön und gut, aber hier nach Spuren suchen. Da weint jemand. Hier ist doch eine Spur. Beweisfoto machen. Beweismaterial sicherstellen. Nach Spuren suchen und einen Zeugenbericht aufnehmen. Kriegen wir doch hin. So, da kam jedenfalls schon mal Kohle rein. Kohle, Kohle, Kohle. Ja, der bunte Zwerg wird aufgenommen. Haben wir mal. Das haben wir auch. Hier können wir da nochmal einen Zeugenbericht machen. Hier können wir nochmal nach Spuren suchen. Und hier auch mal nach Spuren suchen. Das sollten wir mal wirklich überall machen. Jo. Mehr Hinweise am Tatort sammeln. Juhu. Was liegt denn da unten? Beweismaterial sicherstellen. Und noch ein Beweisfoto machen. Okay. Sehr schön. Weiteren Zeugenbericht aufnehmen. So, so. Wo rein bist du jetzt? Nach Spuren suchen? Nach Spuren suchen? Er sucht und sucht. Na. Das Buch sieht auch sehr verdächtig aus. Haben wir. Weiteren Zeugenbericht. Mehr Hinweise am Tatort suchen. Super. Wie viele Leute sind denn jetzt hier? Zeugenbericht aufnehmen. Haben wir hier auch noch was? Da haben wir nichts mehr. Haben wir. Liegt denn hier noch was rum? Hier sind doch noch Fußspuren. Wo kommen denn die her? Beweismaterial sicherstellen. Hallo, jetzt muss man hier glatt wirklich gucken. Das bunte Zeug ist nicht mehr da. Das war so einfach mit dem bunten. Da wusste man genau, wo was zu sehen ist. Aber jetzt ohne dem bunten Zeug ist das gar nicht mehr so einfach. Ha? Schauen wir nochmal hier oben, ob wir hier noch was sehen. Oh, da blinkt was. Da haben wir ein Beweisfoto machen und Beweismaterial sicherstellen. Ne?
Ja. So, mehr Hinweise am Tatort sammeln haben wir ja gemacht. Polizeifoto, mehr Tatortfotos machen. Können wir hier noch irgendwas machen? Baden. Was war da nehmen? Ach, ein Schaumbad nehmen. Ja. Ja. So, haben wir. Das ist auch fertig. Jetzt müssen wir zur Polizeiwache zurückkehren. Da kriegen wir doch ganz locker hin. Du kannst nicht während des Arbeitsereignissens. Was ist denn los hier? Du kannst während des Arbeitsereignisses nicht reisen. Was ist denn... Ah, hier, so. Dieser Tatort wird aufgeräumt, nachdem du ihn verlassen hast und du kannst nicht wieder zurückkehren. Willst du wirklich gehen? Ja, müssen wir ja, steht ja da. Machen wir das mal. Düsen wir mal zurück. Kaufe Samen, indem du sowieso, ja. Der hat Samen gesagt. Der meint es bestimmt ganz schlimm. Und weil ich so schlimm meine, sehen wir uns morgen wieder und dann gucken wir mal, wie JD sich in der Pflichterfüllung macht. Also, ciao, ciao und bye, bye. Bis morgen.